Als die Alliierten nach Deutschland vorrückten, eroberte eine Gruppe GIs eine wichtige Rheinbrücke. Der Weg in das Herz von Nazi-Deutschland steht damit offen. Im Zentrum steht der kommandierende Officer Second Lieutenant Karl Timmermann und seine drei Männer. Sie sollten die Brücke erobern, aber die Deutschen verteidigten verzweifelt und hatten vor, sie in die Luft zu sprengen. Am Ende dieses Tages sind die Männer Helden und das Kriegsende sehr viel näher. Remagen, Rheinland-Pfalz. Einige Männer des 27. Infanteriebataillons nähern sich Remagen. Sie sind die Vorhut des 9. US-Bataillons. Als sie näher kommen, finden sie die Ludendorff-Brücke intakt vor. Seit der Landung in der Normandie wurden die Nazis weit zurückgedrängt. Aber am Rhein scheint der Vormarsch langsam zum Erliegen zu kommen, da die Nazis fast alle Brücken gesprengt hatten. Die Vorhut wurde vom 22-jährigen Karl Timmermann geführt, der die Kompanie erst am Vorabend übernommen hatte. Timmermann soll zunächst den verbleibenden Widerstand auf der Westseite des Rheins ausschalten. Dazu muss er erst Remagen durchkämmen und anschließend den Brückenkopf sichern. Die Alliierten müssen allerdings damit rechnen, dass die Deutschen die Brücke vermint haben, um sie beim Rückzug zu sprengen. Gleich hinter Timmermann ist Second Lieutenant Jim Burrows. Er hatte sich gleich nach Kriegsbeginn freiwillig gemeldet. Er hat dafür bekannt, dass er auch unter Beschuss die Ruhe bewahrt. Timmermann erwartete einen heftigen Widerstand in Remagen. Burrows Männer werden vorangeschickt. Burrows weiß, dass der Feind schon wartet. Zu den Taktiken im Häuserkampf zählt zum Beispiel Sprengfallen vor Häusereingänge zu platzieren. Beim Überqueren der Straße auszuschwärmen, nah an der Häuserwand zu gehen. Am meisten Angst hatten Burrows Männer aber vor den deutschen Scharfschützen. Diese mussten bloß warten, bis ihnen die Amerikaner vor das Gewehr liefen. Doch als die Amerikaner in Richtung Innenstadt vorrückten, scheint es entgegen der Erwartungen ruhig zu sein. Laut Augenzeugen hingen überall weiße Flaggen und die Leute schauten unglücklich. An der linken Flanke befanden sich die Männer von Ching Chirk. Um die Deutschen zu verwirren, nahm jede Abteilung eine andere Route. Doch schon bald gerät Ching Chirk in das Visier eines deutschen Scharfschützen. Der Sniper verfehlt sein Ziel und wird daraufhin von den Amerikanern eliminiert. Im Stadtzentrum geraten Burrows Männer unter Beschuss. Ein Soldat am Maschinengewehr feuert auf sie. Durch die neue Feuerkraft schwindet der Widerstand. Schnell! Während die Amerikaner immer wieder näher rücken, bereiten die Deutschen verzweifelt die Sprengung vor. Die Brücke steht seit dem Morgen unter dem Befehl von Major Hans Scheller. Dieser hatte zwei grundsätzliche Befehle. Einerseits die Brücke zu halten und damit möglichst viele Truppen den Rückzug antreten konnten, andererseits die Brücke zum Sprengen. Die Amerikaner kriegten Informationen zugespielt, dass die Brücke um 16 Uhr gesprengt werden soll. Ihnen blieben nur 45 Minuten. General Hook schickte Timmermans Truppen los. Timmermans Männer hatten keine Wahl, als auf die mit Sprengstoff präparierte Brücke zu gehen. Hooks Befehl war vage. Nebelt das Gebiet ein und geht mit Panzern und Maschinengewehren in Deckung. Weiter heißt es,
Die Panzer sollen die deutschen Stellungen unter Beschuss nehmen, während die Kompanie A im Schutz einer Rauchwolke vorrückt. General Hook ahnt nicht, dass die Deutschen mit der Sprengung gar nicht warten wollen. Sie wollen sie gleich sprengen. Aber Major Scheller weigerte sich. Kaum näherten sich die amerikanischen Panzer, gerieten sie auch schon unter Flakbeschuss. Die alliierten Panzer hatten leichtes Spiel. Major Scheller bleibt keine andere Wahl. Widerwillig erteilt er den Befehl zur Sprengung. Damit sind die auf der Westseite verbliebenen Truppen verloren. Hauptmann Fritz Horn legt schließlich den Schalter um, aber nichts passiert. Er versucht es erneut, aber der Fernzünder versagt. Jemand musste den Zünder separat auslösen. Timmermann machte sich bereit. Ein Deutscher meldete sich gleichzeitig an, um den Zünder auszulesen. Er ahnt nicht, dass ihm die Amerikaner schon entgegenkamen. Nahe einer Explosion stand die Brücke verblüffenderweise immer noch. Inzwischen weiß man, dass das an dem billigen Industriesprengstoff lag. Timmermann eilt voran. Die Alliierten schicken ein Platoon nach dem anderen auf die Brücke. Als letztes kommen die Pioniere. Sie sollten die Sprengladungen entschärfen. Als sie die Mitte der Brücke erreichen, eröffnen die Deutschen das Feuer. Maschinengewehre schießen auf die Amerikaner. Außerdem haben sich 200 Meter stromaufwärts Sniper in einem alten Kahn positioniert. Die Amerikaner sitzen direkt im Kreuzfeuer. Der einzige Ausweg, die Panzer müssen jede Stellung ausschalten. Als erstes Ziel wird die Scharfschützenstellung ausgewählt. Nach ein paar Versuchen wird die Stellung ausgeschaltet. Danach nimmt ein Panzer den linken Turm unter Beschuss. Mit dem ersten Schuss wird der Turm zerstört. Währenddessen machen sich die Pioniere daran, die Sprengladungen zu entschärfen. Eine kleine Gruppe Alliierter griff direkt den rechten Turm an. Überraschenderweise gelang das. Nachdem die Brücke gesichert ist, wollen die Amerikaner den Eisenbahntunnel sichern. Wie viele deutsche Soldaten sich in den Eisentunnel befanden, war unklar. Timmermans Leute warfen Handgranaten in den Tunnel. Sofort ergaben sich die im Tunnel verschanzten Soldaten und Zivilisten. Major Hans Scheller hatte sich derweil mit dem Fahrrad davongemacht. Endlich ist die Brücke eingenommen. In Berlin wird Hitler über den Verlust der Brücke informiert. Er ist außer sich. Hitler befiehlt, die Brücke zu zerstören. 10 Tage lang gehen zehntausende Soldaten über die Brücke und das unter Dauerbeschuss. Am 7.3.1945 bricht die Brücke endgültig auseinander. Major Scheller wird von einem Erschießungskommando Hitlers hingerichtet. 6 Wochen später begeht Hitler Selbstmord. Der Krieg ist gewonnen. Timmermann wird für seine Verdienste ausgezeichnet.